Ja, herzlich willkommen zum fünften Teil. Schlacht von Odessa. Heeresgruppe Süd. So, viel Zeit haben wir nicht mehr. 16. Runde. Und es wird wie immer knapp. Ganzen Geschichte. Den Stuka, den würde ich gerne nochmal bomben lassen. Das keine große Wirkung haben wird. So. Ja, muss eine schwere Bombe drauf. Keine Munition mehr. Das ist eigentlich die Chance. Vielleicht wird das Ding auch einfach nur überbewertet. Ich könnte hier drum rum marschieren und könnte das einfach links liegen lassen. Ja, gute Frage. Hat auch keine Munition mehr. Aber auch kein Flugplatz in der Nähe. Ist der Sprit alle. Ist auch zurück. Gut. Vor. Mörser. Irgendwie müssen wir doch das Ding hier platt kriegen. Vielleicht mit der 8-8, keine Moon mehr hat. Auf jeden Fall müssen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Ich denke mal, mit den beiden Panzern sollten wir versuchen. Besser zu gehen. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn wir die da unten irgendwo einsetzen, wo sowieso kaum noch aktiv werden können, auf gut Deutsch gesagt. Mensch. Das ist ja unglaublich. Ein einziger. Versuchen mit den Schiffen noch mal so ein bisschen aufzuklären, vielleicht mal zu gucken. Ich kann nur hoffen, dass ein Großteil der Verteidigungstruppen schon
vielleicht auch so deshalb rausgerückt ist und schon gekämpft hat. Jetzt rücken sie hier mit den Mörsern an. Und Artillerie ist überhaupt nicht gut. Muss die Panzer wieder zurückziehen. Ah, es ist aber auch ein Drama. Oh Gott, oh Gott, ey. Also das ist ja nervig hier. Die Aktion mit dem Ding hier. Gerade sehr effektiv. Der war gut. Vierertreffer auf Gardeinfanterie. Kann man mit leben. Oh, das war ein guter. Sehr gut, die Pioniere. Komplett ausgelöscht, dieses Regiment. Jetzt müssen wir sehen, dass wir den Mörser hier wegkriegen. Sieben ist gut. Deckungsfeuer geben. So. Denke mal, die 8-8 wird das Ding jetzt hier kaputt schießen, ja, gut, wunderbar. Ziehen wir mal einen zurück. Kein Erfolg. Ja, den müssen wir wieder flott machen. Auch mit Eliteverstärkung nützt ja nichts. Ah, Panzerabwehr. Nicht gut.
18. Runde schon. Ja, ich denke mal, das wird nichts mehr werden. D34 und alles drin. Deswegen. Sieht überhaupt nicht gut aus.
anbieten. Marineinfanterieregiment, na super. Ah, die haben auch noch gefehlt. Dem biete ich jetzt so viel Luftwaffe an, dass er gar nicht mehr weiß, wo er als erstes drauf schießen soll mit seiner Flak. Alles artilleriemäßige irgendwie nach vorne. Sagen. Na gut, der T-34, der wird hier in den Stadtbezirken nicht glücklich, ne, weil das einfach nicht sein Kampfterrain ist. Was kann man machen, wenn man angeschlagene Infanterieeinheiten irgendwie, die wirklich kurz vor der Zerstörung sind? Dann kann man das machen, aber naja, gut, wir haben drei Runden, das schaffen wir nicht mehr. Also, das ist gelaufen hier. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch irgendwie zu knacken sein hier. Falscher Mega-Angriff. Ist eine Orks-Einheit.
Fahrzeuge hier. Nicht wirklich sinnvoll. Der wird gegen die gerade Truppen hier keine Chance haben. Das sind 3 Runden zu schaffen. Ja, da hat er einen richtigen Versuch zu treffen. Sehr schön, die haben sich fast gegen selbst aufgerieben. Hervorragend. Ja, das muss er mal in Kauf nehmen hier. Ist auch nur eine Orks-Einheit. Dafür ist es eine Orks-Einheit. 2 Züge, ist unschaffbar. Unschaffbar. Auch hin. Bewegung. Schon brutal.
Falsche Mega müssen sie da machen. So. Alles an Artillerie in die Stadt. Oh Mann. Ein Panzerzug ist da auch noch. Naja, warum auch nicht? Na, ist unfassbar. Oh. Jetzt weiter nichts ist. Ist noch ein Panzerzug. Ach, ist ja. Handverlesen. Ja, das war schön, dass der mir entgegenkommt. Auch wenn der schwere Verluste einstecken muss, aber das hat er trotzdem gut gemacht. Er kriegt nämlich Artilleriefeuer, das sich gewaschen hat. Aber erstmal werden unsere Jäger hier eine ganz riskante Mission machen. Ah, man sieht schon, das ist der Wahnsinn hier. Ne? Der pure Wahnsinn. Haben wir noch einen, der was auf der Kante hat? Nee, das wird nichts mehr. So nicht, meine Freunde, so nicht. So, wir. Eine Scheiße. Was ist ein Nebelwerfer? Na, vielleicht können wir nochmal einsetzen.
Flak hier wegschießen könnten. Mit irgendwas. Ja, so ungefähr habe ich mir das gedacht. Oh ja, einer. Besser als nix. Sitzen hier. Die Artillerie müssen wir noch irgendwie mal in Stellung kriegen. Die wird angegriffen. Pioniere. Wie kriegen wir die auch noch? Ja, jetzt müssen wir einfach Hardcore. Hardcore vorgehen. Geht gar nicht anders. Die Masse muss es machen. Oh Mann. Wahnsinn Schlacht. Unschwer zu erkennen. Panzerzug kriegt auch nochmal einen vor der Mütze. Vielleicht können wir den noch mal irgendwie einsetzen. Wo ist der Panzer 4 denn hier? Achso, der ist schon mitten im Stadtgebiet. Ja, die Sturmpioniere, die waren ja auch falsch am Platz, also... Die wären doch sinnvoller auf Odessa gewesen. Also die hätten im Häuserkampf schon ganz schön was weggeräumt. Ach ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ja, Mensch, nehmen wir doch mit, Mensch, wenn der uns hier schon so vors Ziel fährt. Letzte Runde. Oh Gott. Da, der rückt aus der Stellung raus. Ich hoffe, er geht auch nicht wieder rein. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ärgerlich ist, dass meine Fallschirmjäger nicht mehr angreifen können. Ah, verdammt. Ja. Ich will ja gar keinen entscheidenden Sieg, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen. Nee, nee. Oder? Ah, verdammt, wo setze ich den ein? Wo setze ich den ein? Ja, ja. Die Pioniere. Der Hoffnungsträger. Artillerie auspacken. Oh ja. Sehr schön. Nein! Nein, 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 nein! Gottes Willen, ey. Weg, verschwindet hier. Oh Gott, ey. Die können aber auch im Nahkampf was ab, diese verdammten, verflixten NKWD-Regimenter. Ah. Es ist ja zum Verrücktwerden. Bin ich doch ein bisschen sauer. Oh Gott, ey, mach die doch endlich kaputt. Ja. Gott sei es gedankt. Wenigstens haben wir sie platt gemacht. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich hier auch unfallfrei reinkomme. Der Stuka, der muss hier nochmal drauf. Kriegen wir jetzt Panzer 4 hier noch ran? Ja,
Der könnte von hier aus. Schwere Verluste, schwere Verluste. Oh Gott, ey, ich hab sie, ich hab sie. In der letzten Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er gibt hier Deckung, falls hier noch was Unvorhergesehenes passiert. Hier packen wir auch nochmal aus. Das ist ja unglaublich. Mein Gott, ey. Aber ich habe es im ersten Anlauf geschafft. Mein Bunker hier noch mit, was soll's. Aufklärer, vielleicht können wir hier noch mal. Das auch gedeckt. Mein Gott, was für ein Gemetzel. Aber wir haben es geschafft. Oh, wäre doch fast der rumänische Bomber abgestürzt, habe ich ganz vergessen. Konnte ich nur. Na, hier müssen wir reparieren, nützt nichts. Ja, gut. Ab in den Sieg. Ich hoffe. Ja, den kannst du ruhig anhalten, eine Orks-Einheit. Mach ruhig. Sieg. Oh Gott, ey. Meine Fresse. Was für eine Schlacht. Gerade so, mit allem, was ich hatte. Also, ich denke, das ist eine lustige Schlacht, denke ich. Die macht bestimmt Spaß, sich anzugucken. Weil sie einfach irgendwo. Ja, Fun hat. Irgendwo dann doch. Ja, gut. Ja, dann noch Maxim Gorki. Ja, um Gottes Willen, hier bin ich mit meinen beiden Einheiten sowas von baden gegangen. Gut, also ich denke, ja. Das ist dieses Ding hier, das hätte man zerstören müssen. Okay. Abschlussbesprechung. Also, wir haben zwei Aufstellungsräume. Der eine ist hier oben und der andere ist hier. Ja. Hier sind rumänische Truppen und hier sind ein paar deutsche Orkstruppen. Ja, wie geht man am besten vor? Also, man sollte mit einem kleinen Teil von diesen Truppen, die man hier aufstellt, sollte man sich Mirne nehmen. Ja. Und ich weiß nicht, also ich glaube, es macht keinen Sinn, hier weiter vorzurücken auf dieses Kaff hier, auch wenn hier dieses Flugfeld ist. Ich bin der Meinung, man sollte hier stehen bleiben mit einem kleinen Teil seiner Truppen. Ein Panzer 3 ist hier sinnvoll, ne?
Diese Grenadiere hier kann man hier einsetzen. Vielleicht den Werfer und die Sturmpioniere hier lassen. Und dann irgendwann wird hier ein Gegenschlag kommen. Kann man ja unschwer erkennen in meinen Let's Plays. Und dann dieses Ding hier verteidigen. Mit dem Rest gerade durch von allen Seiten. Mit den Rumänen hier drauf zu. Mit den Orks-Truppen hier durch. Ja. Und mit den Truppen, die man hier aufstellt. Hier würde ich den stärkeren Teil meiner Truppen, glaube ich, aufstellen. Weil man hier schon direkt gut, eigentlich ganz gut durchkommt und einen direkten Zug auf Odessa hat. Ja, man konnte sehen, Geschwindigkeit ist hier lebenswichtig. Ja, also ohne Geschwindigkeit ist man hier am Ende. Ich habe es gerade so geschafft, ne, mit dem Panzer 3 hier das letzte Ziel zu besetzen. Das war wirklich, ne? Ja, ihr seht es ja selber. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Diese Staffel hier für den entscheidenden Sieg. Ja, man muss irgendwie versuchen, mit zwei Jagdgeschwadern oder drei versuchen, hier runter zu fliegen und das Ding hier zu vernichten. Die Frage ist nur, von wo will man die Flugzeuge starten lassen? Das ist die große Frage. Von hier oben ist es zu weit. Wenn man unten ankommt, da kommt man gar nicht unten an und dann ist der Sprit alle. Deswegen ist es, ja, entweder nimmt man doch diesen Flugplatz hier ein, aber wirklich nur diesen Flugplatz, und man nimmt sich das dann gezielt vor, dass man hier wirklich zwei Jagdstaffeln stationiert, so wie man diesen Flugplatz hat, und dann einfach hier runter und dieses Ding niedermachen. Auf der anderen Seite, wenn man den entscheidenden Sieg nicht schafft, ja, ist natürlich ärgerlich, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also ich konnte seine Luftwaffe, glaube ich, ganz gut im Griff. Die hatte ich ganz gut im Griff. Also sie haben keinen großen Schaden gemacht. Ich habe sie eigentlich ganz gut im Griff gehabt und ja, viel gebracht hat ihm das eigentlich auch nichts. Also gut, aber man kriegt halt nur den entscheidenden Sieg, wenn man dieses Ding hier zerstört, ne? Ja, mit den beiden Schiffen hier weiß ich ehrlich gesagt nicht, was man damit machen soll. Also ich persönlich sehe sie als Aufklärer, vielleicht die Küste hier so ein bisschen auskundschaften. Mehr auch nicht. Was anderes kann man mit denen nicht machen, das ist meine Meinung. Weil man trifft hier auf schwere russische Schiffe und hat keine Chance, die zu besiegen. Es sei denn, man weiß, dass sie hier sind und fliegt dann mit seiner Do 217 hier hin und nur mit der Heinkel vielleicht noch und versenkt dann hier die Schiffe. Aber wozu? Also ist ja Quatschkram. Na, hier. Ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, direkt durch und dann auch versuchen, so schnell wie möglich auf Odessa zu gehen. Also das ist das Einzige, was hier Sinn macht. Mit den Flugzeugen, gut, das habe ich jetzt nicht geschafft. Man muss es ausprobieren, wie gesagt. Vielleicht diesen Flugplatz hier nehmen, weil von woanders wüsste ich nicht, wo es möglich sein soll. Es ist eigentlich nur von hier möglich. Ja. Dass man denn hier wirklich zwei Maschinen hinstellt. Oder vielleicht später es versucht, wenn man, na wohl, es ist auch Blödsinn, wenn man hier schon in Odessa drin ist. Vielleicht sollten, ja, oder man versucht es halt, dass man wirklich mit einem Großteil direkt volles Brett auf Odessa geht, mit allem so schnell wie möglich und versucht es dann am Ende zu machen, dass man dann von hier aus die Flugzeuge einsetzt. Aber ich denke, das wird man zeitlich nicht hinkriegen können. Also, keine Ahnung. Vielleicht hätte man mehr 110er einsetzen sollen dafür. Weiß nicht, die haben mehr Sprit und die können dann vielleicht auch von hier oben angreifen. Mehr 110er hatte ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht in meinem Verband und ja, gut. Auf jeden Fall ist es, denke ich mal, schaffbar. Man muss sich nur gut überlegen, von wo man aus die Flugzeuge starten lässt. Aber ansonsten sollte es schaffbar sein. Ja, der Rest ist ziemlich heavy, meiner Meinung nach. Man hat viel zu tun. Man kriegt viel Panzer entgegengeworfen. Ne, gerade hier dieser Gegenangriff, nachdem ich hier weiter marschiert bin und das hier unbewacht gelassen habe. Da kam hier, ne, ein schöner Panzerverband raus, hat das hier wieder eingenommen. Kann man ganz gut in meinem Let's Play sehen. Ja, und ansonsten würde ich mal behaupten, ist von hier oben halt gerade durch und von hier oben gerade durch, ne? Der direkte Zug ist auch hier der beste Weg, würde ich behaupten. Also andere Möglichkeiten hat man eigentlich auch nicht. Gut, man könnte jetzt, wenn man jetzt Marineinfanterie hat und ja, irgendwie Sturmpioniere, mehrere Einheiten, dann könnte man vielleicht versuchen, hier so ganz clever, vielleicht hier mit Sturmbooten, ne, hier in den Hafen rein zu preschen und hier direkt zu landen oder so, ne, dass das vielleicht bringt das Zeit, keine Ahnung, ne?
Aber da muss man natürlich vorher die ganzen Schiffe versenken und ja, ansonsten wird man das auch nicht schaffen. Ja, es gibt mit Sicherheit ein paar Varianten, die man ausprobieren kann. Aber ansonsten, sage ich mal, direkter Zug auf Odessa sollte eigentlich zumindest ein normaler Sieg ohne Schwierigkeiten möglich sein. Ich finde es gut. Also ich freue mich, dass ich diese Schlacht geschafft habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch packe. Gut, dass ich jetzt keinen entscheidenden Sieg geholt habe, kann ich mit leben. Ich finde es gut, dass ich sie geschafft habe, weil ich sie gar nicht kannte. Es war wirklich der erste Anlauf. Es war der erste Anlauf. Ich kannte diese Schlacht absolut nicht. Ich habe auch kaum irgendwie was im Forum aufgeschnappt oder so, was hier kommt und was hier nicht kommt. Ich kannte sie wirklich gar nicht und habe sie im ersten Anlauf geschafft und da bin ich ganz zufrieden mit und das reicht mir jetzt auch. Und ich sag mal, ich gehe zur nächsten Schlacht. Gut, ich speichere ja nochmal ab. 23. Runde. Ja. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Das soll die Schlacht von Odessa gewesen sein. Ich denke, ein sehr lustiges Let's Play. Gerade der letzte Teil, wie man dann den letzten Stadtteil einnimmt. Das dürfte sehr amüsant sein, wenn man sich das anguckt. Und ja. Dann sage ich mal bis zur nächsten Schlacht. Was kommt eigentlich als nächstes? Schauen wir mal. Kampagne. Was haben sie als nächstes? Odessa, Yushun. 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 Okay. Gut, Yushun. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Schlacht. Ich denke, dass ich die auch Let's Playen werde. Mal gucken, ich gucke es mir erstmal an, wie es aussieht. Und dann entscheide ich, ob ich ein Let's Play mache. Habe ich aber eigentlich schon vor. Gut, das soll es gewesen sein von Odessa. Verabschiede mich, euer Mapboy. Ja, Fazit zur Schlacht, vielleicht nochmal erwähnt. Sie hat Spaß gemacht, also ich finde sie sehr gut. Sie ist gut gelungen. Ist natürlich schon schwer, finde ich. Also ich finde sie wirklich schon. Das ist die erste Schlacht gewesen, die wirklich, glaube ich, ein bisschen heavy war. Also Charkov fand ich nicht so schwer wie diese hier. Da muss ich wirklich schon sagen, jetzt bei dieser Schlacht hier, die ist doch schon, ja, anspruchsvoll. Also sie ist schon auf einem anderen Level, finde ich. Also das ist meine Meinung. Aber sie ist sehr gut gelungen und sie macht auch sehr viel Spaß zu spielen. Also ich habe jetzt eigentlich bis auf an einigen Punkten keine großen Verzweiflungen erlebt. Aber ja, die Zeit saß, sitzt halt einem im Genick und aber ansonsten geht's eigentlich. Ja. Gut, das soll es gewesen sein von Odessa. Wie gesagt, verabschiede mich, euer Mapboy, und sage bis zur nächsten Schlacht. Adios. Ciao, ciao.